Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Factorization. Schön, dass du wieder dabei bist. So, folgende Problematik. Wir gehen pleite. Ja, das ist nicht gut. Wir können natürlich einen Kredit aufnehmen, aber ihr kennt mich, das mache ich nicht. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zwei, das sind du und ich, gemeinsam mal versuchen, das hier zu lösen. Und zwar, wir sehen, wir werden niemals mit 8000 Inputmaterialien jetzt hier noch 50 Rotoren fertig bekommen. Ja? Das wird nicht funktionieren. Das heißt, erster Schritt, wir hören auf, hier zu produzieren. Zweiter Schritt, wäre, dass wir vielleicht so ein bisschen schauen, wie viel Stromverbrauch und so weiter haben wir eigentlich an laufenden Kosten. Und laufen die Maschinen, also es scheint, der Strom wird nur verbraucht, wenn die entsprechenden Maschinen laufen. Okay. Der Fabrikwert ist halt schon ziemlich hoch, ne? Ist einfach, weil die Rotoren hier in der Fabrik liegen und, aber die werden halt nicht loswerden, ne? So, dann müssen wir uns überlegen, wir müssten demnächst wieder neues Erz kaufen für 10.000. Die haben wir nicht. Eventuell mit den Schrauben. Aber wir haben hier sehr viel Eisenerz schon drin liegen noch. Und Iron Ingos. Und hier auch Iron Ingos. Ist die Frage, bekommen wir mit den Restmaterialien? Ich glaube, so müssen wir mittlerweile hier vorgehen. Bekommen wir damit noch 100 Iron Frames hin? Und meine Antwort darauf lautet 6 Iron Rods, 8 Schrauben jeweils und 2 Eisenplatten. Ja, und 2 Eisenplatten, 4 Schrauben und 2 Ingos. Also das könnte man hinbekommen, aber das hier auf jeden Fall nicht. Das heißt also hier machen wir Rezept aus, das heißt der wird schon mal nichts mehr hergestellt. Dann würde ich hier den Belt entfernen. Und dann ist die Frage, ob wir dann erstmal zur Sicherheit nur 100 Stahlplatten verkaufen. Die sollten wir, glaube ich, noch hinkriegen mit dem restlichen Material, oder? Also ich würde jetzt wirklich auf Nummer sicher gehen. Das heißt, wir machen auch hier Decommission. Und dann soll der hier ruhig die Eisenplatten rausnehmen. Dass wir erstmal eine Ladung Stahlplatten losbekommen. Damit wir nicht pleite gehen. Also wirklich jetzt. Weil die können wir dann verkaufen. Das machen wir auch direkt mal. Gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Für 100 Stahlplatten. 16.000, okay. Würde ich dann hier oben hinsetzen. Und dann können wir das auch anschließen. Gut. Dann Los Jon-Kapelle. So, Moment. Dann müssen wir noch ausschalten Eisenrouten, weil wir die ja auch nicht herstellen. Sodass das ganze Eisenerz jetzt übrig bleibt für die Schrauben, wobei wir hier auch ausstellen werden. Und hier auch erstmal aus. Wobei wir hier immer noch ein bisschen weiter Schrauben verkaufen könnten. Aber ich will mich jetzt erstmal darauf fokussieren, dass das hier oben klappt. So. Dann Los Jon-Kapelle. Und dann können wir hier schon mal die weiteren Belts hinbauen. Und dann müssen wir halt gucken, dass die Maschine hier immer ans Laufen kommt. Und wir machen am besten hier Allow Workers to put Items in. Und wir machen hier am besten Allow Workers to put to take Items out. Und hier unten machen wir nur rausnehmen. Und dann werden erstmal alle Sachen, die wir angesammelt haben, hier oben reingespeichert. Was sehr gut ist, weil wir haben 29 Copper Wire. Das heißt, wir können eventuell auch hier die eine oder andere Maschine upgraden. Die ist ja schon Mark 2. So, das heißt, das sollte dann etwas schneller gehen. Ja, und wenn die dann hier soweit fertig sind mit hin und her schleppen, würde ich auch anfangen, hier unten das alles wieder abzubauen. Oder so zu vereinzeln, dass wir stationsweise arbeiten. Also ich bin damit immer noch nicht zufrieden.
Meiner Meinung nach sollte das alles in Einzelschritten gehen und nicht hier so. Also es ist möglicherweise nicht effizient, wenn das immer so übergreifend funktioniert, weißt du? Habe ich so den Eindruck. So, jetzt werden erstmal die Platten hier oben rausgenommen. Obwohl hier auch noch welche drin sind. Wir haben auf jeden Fall genug Reserven an den ganzen Barren und so. Und damit der durchgehend läuft, fehlen dem Schrauben. Das heißt, wir müssten den hier auf Level 2 upgraden. Und dieses ganze Durcheinander hier würde ich eigentlich gerne wegbauen. Also, dass wir wirklich mehr separate Fertigungen haben, wo wir dann gezielter nachkaufen können, was wir brauchen, um die Ressourcen besser einplanen zu können. Weil hier laufen die jetzt alle hier oben auf und dann liegen die da, ne? Und das ist ein bisschen doof. Pass auf, dann machen wir mal den hier weg. Die machen wir mal alle weg. Ich würde übrigens gerne noch ein bisschen weiter reinzoomen können. So, dann haben wir das hier demnächst ein bisschen übersichtlicher. So, die läuft jetzt gar nicht. Dann würde ich das jetzt eine Weile jetzt erstmal umleiten. So. Und hier auch Decommission. Ja, die haben noch nicht angefangen, hier unten die Sachen rauszunehmen. Wir brauchen für das Upgrade von der Maschine ja wieder diese Copperwire. Ich hoffe, dass sie die hier rausnehmen wollen. Nothing. Take items out. Eigentlich sollte es gehen. Ja, solange die hier rumschrauben und rumlatschen, geht natürlich nichts weiter. Jetzt nehmen die hier die Iron Ingots raus, oder was? Wo machen sie das denn? Achso, weil wenn kein Rezept läuft, dann nehmen die Sachen da raus. Okay, meine Güte. Mach mal kurz einen Cut. So. Jetzt haben wir auch nicht mehr die Ich warte auf den Livestream-Playlist im Hintergrund laufen, sondern die neue Let's Play-Playlist. Jetzt haben sie angefangen, hier die Sachen rauszunehmen und hier reinzupacken. Das heißt, wir werden gleich die erste Ladung von Eisenplatten verkaufen. Aber wir müssen hier Warum nehmen die jetzt hier unten die Sachen noch nicht raus? Also so weit sind die scheinbar noch nicht. Ich habe noch ein paar mehr Leute eingestellt. Die verbrauchen natürlich pro Zeiteinheit immer, ne, Geld. Sieht man hier Wages. Also Fabriken laufen fast gar nicht gerade. Das ist gut. Aber die Wages sind gerade relativ hoch. Ich hoffe auch, dass die Förderbänder weiterhin keine Energie brauchen, wenn da Sachen drauf liegen. Und ich würde gerne dieses ganze Durcheinander. Also hier sieht es ja schon mal ein bisschen sortierter aus. Aber das ganze andere Durcheinander würde ich da langsam auch mal loswerden wollen. Aber dafür brauchen wir erstmal Kapital. Das ist einfach so. So, zwei Platten fehlen noch. Das heißt, ich hoffe, die Herrschaften bewegen sich jetzt langsam mal hin und nehmen diese kleinen. Ja, bitte, die drehte hier einmal die Maschine rein. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Die haben die auch nicht. Wo? Es liegen die hier oben drin. Jungs. Some tasks cannot be picked up by the workers. Okay. Jetzt fangen die an, die Schrauben aus dem Lager hier reinzupacken. Aber kommen nicht auf die Idee, hier die Konstruktion fertig zu machen. Naja, immerhin haben wir jetzt dafür schon mal die Einnahmen bekommen. Das ist schon mal gut.
Wie kriegen wir denn das jetzt fertig gebaut? Wir haben hier oben die Materialien, wir haben Copperwire, wir haben was fehlt denn da vielleicht irgendwas, das ich übersehen habe? Iron Plate, Iron Rod, Iron Screw, Copperwire, Rute, Schraube, Kabel und Platte. Aha, Platten fehlen. Das ist doch überhaupt kein Problem, machen wir das mal so. Dann nehmen die Mitarbeiter wie in Factorio, wo man das selber mit der Maustaste macht, nehmen die Platten auf, packen die da rein und dann können die möglicherweise dann hier unten verwendet werden. So, und dann brauchen wir 4 Iron Rods. Das heißt, wir müssten dann hier nochmal die Iron Rod Produktion anschmeißen. Dann nehmen wir da das Belt weg. Ihr seht schon, ne? Das ist jetzt gerade gefummelt, da würde ich pleite gehen, aber hey, was soll's. Iron Rod, wir machen das an und sagen hier, ihr dürft da Sachen reintun und raustun. So, dann packen die, nehme ich jetzt mal eben kurz hier Barren rein. Okay. Da haben wir dann ein paar Rods und hier laufen jetzt die Schrauben mit höherer Geschwindigkeit, sodass jetzt hoffentlich hier oben die Produktion durchläuft. Wir können sagen, hier Resell noch einmal. Resell noch einmal, Baby. Genau, ja, so läuft das. Ich würde allerdings gerne Folgendes haben. Ich würde gerne... ja, vielleicht so Einzelteilproduktionen mit Aortas wieder machen, wie in Factorio. Ich sehe das allerdings hier noch nicht, weil das immer so... Es ist, die Map ist halt klein, wir können die halt für teuer Geld erweitern, klar, ne? Aber das ist natürlich schon eine Herausforderung. Ja, und der läuft natürlich jetzt auch immer durch. Und der hat da noch 100 Iron Ingos. Also ich bin schon fast geneigt zu sagen, dass wir so eine kleine, wie soll man das nennen, so eine Geldmachecke irgendwo hinbauen. Wo wirklich ganz basic immer rund läuft. Basismaterial wird hergestellt, dann wird die Kiste aufgefüllt. Wenn die Kiste voll ist, wird der Rest verkauft. Ich glaube, dass diese Kisten auch so funktionieren, ne? Dass die voll laufen und dann, wenn die voll gelaufen sind, dann laufen die Sachen aus dem Fließband raus. Da würde ich aber mal gucken, was ist denn da das Hennigste, wie man so schön sagt. Wenn man einen kurzen Weg zurücklegen will. So, hier machen wir aus 312 machen wir 400. Und aus 800 1111. Wenn man jetzt im Kopf gut rechnen könnte, das wäre toll. Hier machen wir aus 20... 27 und hier machen wir 27, 42. Also hier wird aus, wenn wir da Schrauben rausmachen, wird aus 20 wird 42. Also bei den Schrauben ist es schon verdoppelt. Und hier bei den Rods. Nee, ist das richtig? Warte mal, 2. Genau, aus den 20, wir brauchen 2 für 1. 42 und hier 38. Das heißt, wenn wir Schrauben, einfach nur eine Mini-Schraubenfabrik bauen, wo wir die ganze Zeit Iron Ingots herstellen für Eisen Schrauben, dann wäre nur das der Gewinn und das wäre gut. Bei den Plates, wir machen dann aus den Schrauben, aus 4 Schrauben 56 und 2 Ingots, die wir auch schon mit Gewinn hergestellt haben, 54 plus 56 und daraus nochmal 166. Ich glaube, wir sollten das so lassen. Das heißt, wir sollten eine Fabrik bauen, die möglichst vielleicht sogar separat, möglichst perfekt genau das tut. So, dazu müsste man sich natürlich jetzt anschauen. So, wir brauchen also hier 30 Erz pro Minute. Und dann brauchen wir hier
haben wir, glaube ich, sie lagen jetzt zwischen den Aufnahmen, lagen so ein paar Tage dazwischen oder beziehungsweise ein paar Stunden. Deswegen muss ich nochmal eben kurz wieder reinfuchsen. Hier, da kommen 15 raus, hier kommen 10 und 7,5. Das würde eigentlich ganz gut passen. Und dann 22 Schrauben, das würde ja reichen. Und noch ein Ingot. 10. Das heißt, das Setup wäre 15. Das Setup wäre 2 Schmelzöfen. Dann jeweils ein Schmelzofen bedient diese beiden. Und der dritte Schmelzofen geht hier rein. Das sieht mir eigentlich ganz vernünftig aus. Abseits von diesem Setup. Gut. Folgende Sachen machen wir. Wir holen uns, weil die läuft jetzt erstmal, das läuft jetzt erstmal durch und verdient Geld. Ich werde in der nächsten Folge mit euch dieses simple, einfache Setup einmal bauen. Nochmal genau gemäß dem, was wir hier gelernt haben, ne? 15 Ingots kommen raus, diese 15 gehen hier rein. Und dann hier der Schmelzofen, da wären dann die 10 nochmal, also 2 Schmelzöfen, die sich hier aufteilen, ein Band geht parallel und Eisenplatten kommen raus. Das gleiche, wie wir hier haben, quasi nochmal, nur jetzt einmal nochmal in schön, wenn wir es hinbekommen. Und dann können wir das ja auch dann hier alles abreißen, hier oben wegkopieren, dann da wieder hinmachen oder mehrfach untereinander und dann einfach damit erstmal Geld verdienen. Schauen wir uns an in der nächsten Folge hier von Factorization. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ich hoffe, wir gehen nicht pleite.